Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Und in unserem kleinen Mini-Paradies hier. Ich werde heute ein bisschen Schienen umbauen. Nur minimal, aber ein bisschen doch wiederum. Aber ich sollte eins mal drücken. Denn zum Beispiel sowas wie hier nervt mich gerade und stört mich. Deswegen ich jetzt dieses Schienenteil hier abreißen muss. Um halt dementsprechend das alles nachzuholen. Oder wie war da der Plan? Ich weiß gar nicht mehr. Kann ich nicht hier eigentlich quer auch so eine Verbindung machen? So. No. Obwohl, rein theoretisch müsste das wurscht sein, wenn ich jetzt hier so. Und dann. Genau, wenn man. Das ist wieder mit den Kreuzungen, macht das natürlich alles wieder ganz, ganz toll. Damit glocke ich wahrscheinlich auch so. Na gut, wir lassen vorspulen. Oh, wir haben schon keine Produktion mehr. Schauen wir mal, was können wir denn verforschen gerade? Holzträger rein, theoretisch. Da kriege ich gerade nicht so viel rein. Ich will gerade schauen, was ich alles so relativ gut reinkriegen würde. Oder erstmal das hier, das ist Geld, schwerer Dieselmotor. Das kriegen wir so oder so hin. Das sollte jetzt nicht das größte Problem sein. Ich überlege aktuell, ob ich wirklich nicht einfach die Schienen hier abkoppeln sollte. Es hört sich jetzt böse an, aber sie brauchen doch viel Eigenplatz. Und die aktuelle Weise zieht halt doch. Oh, wir werden voll. Das ist genial. Weil unsere Produktion erhöht sich, geil. Darauf habe ich eigentlich gewartet, weil wenn er jetzt voll pumpt, kommt hier am Ende mehr raus. Wenn wir ans Maximum kommen, sind wir dann hier voll. Füll auf, yes. Jetzt kommt hier mehr raus und jetzt kommt gleich der nächste Zug. Oh, schön. Wir haben ihn geklockt. So kann ich nicht die Produktion erhöhen wieder. Und dann kommt hier am Ende auch mehr raus. Der produziert hier drüben weiter und jetzt kommen natürlich noch die nächsten. Ich überlege echt, ob ich noch einen Holzzug dazu nehmen sollte. Bin ich echt gerade beim Überlegen, ne? Das ist der Wahnsinn. Einfach weil natürlich so gut funktioniert auch gerade. Und weil, wenn der weiter geklockt bleibt, kommt nicht so viel raus. Jetzt ist der natürlich schon wieder leer. Der ist auch noch. Haben die sich schon wieder unten aufgehängt? Nee, haben sie nicht. Bin erstaunt. Bin gespannt. Jetzt haben wir hier 53 drin. Oh Leute, der ist fast voll. Der ist fast wieder voll. Ich glaub's nicht. Der ist voll. Der geht nicht voll, weil der wird direkt weiterverkauft. Der kann höchstens voll, wenn man hier das Lager voll wird. Und ich glaube nicht, dass das so schnell passiert. Es kommt jetzt halt doch viel Holz nach. Das ist wieder der Unterschied. Wir erhöhen die Produktion wie sonst noch was. Wo fährt der hin? Du kriegst Eisenverkauf. Verkauf das Eisen. Macht Geld. Wir machen echt gut Geld, das muss man uns ja lassen, ne? Da haben wir schon wieder 1,8 Millionen.
Wir haben natürlich auch dementsprechend viel gebaut, also unsere Kreuze sind natürlich weltberühmt, würde ich sagen. Es wird jetzt nicht unbedingt besser mit jedem Mal mehr Zügen. Das wird eher noch fataler für die Sachen. Den Bahnhof müsste ich eh mal wieder umbauen dann. Da kommen dann hier wirklich große Transportlinien hin und alles. Dass das alles irgendwann die Menge erreicht, die sie haben sollte. War jetzt gerade der Zug da und ist es schon wieder voll? Willst du mich verarschen? What? Der Zug kommt nicht mehr hinterher. Und es kommt schon wieder ein neues Holz nach. Das beängstigt mich, weil das ist ja echt... Also ist ja nicht so, als ob wir wenig Holz hätten. Brutal. Wir kriegen natürlich jetzt hier auch gut Geld. Jetzt stockt sich das schon wieder hinten auf und da kommen wieder Züge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommt schon der nächste Holzzug. Glaubst du kaum. Aber wie gesagt, das ist der Wahnsinn, wie viel jetzt Holz ist. Aber wir haben 2 Millionen und unsere Hauptbasis will sich hier nochmal upgraden. Sind wir schon noch größer. Lokale Preise sind gestiegen. Wir haben einen Wert von 9,7 Millionen. Ausbauwert von 26 Millionen. Na, da kommen wir locker hin. Schwere Dieselmotoren wurden abgeschlossen. Ich hätte gerne was, was ich einfach so erforschen könnte. Das kann ich einfach erforschen. Weil da ist eine Kohleproduktion daneben. Easy. Wie es einfach null juckt, das ist ja richtig schlimm. Füllen auf und fahren wieder. Das ist einfach so, ja, okay, gehen wir halt ein bisschen was aus, ist ja wurscht. Wir hätten hier eine Kohleproduktion, die auch anfragt. Da jetzt sagt er, der ist leer, okay, jetzt ist er durchschnittlich nur noch. Der ist happy. Ich glaube, ich könnte sogar noch einen Kohlezug einführen. Unternehmen hat keinen freien Plan. Ja, ja, als ob jetzt die auch voll sind. Wir überfordern das System. Ich wollte mal ausprobieren. Und zwar kann man doch hier neues Gebäude finanzieren. Was habe ich jetzt finanziert? Ach, das akzeptiert jetzt mir Holz. Habe ich nicht irgendwas jetzt gerade... Oder ich einfach die Stadt vergrößert? Ich weiß es nicht. Die Stadt ist eh auf jeden Fall schon riesig. Mit 1700 ist es gleich die größte in der Umgebung. Und hält sich aber auch natürlich gut, ne? Das muss man ja auch lassen. Aber langsam klockt sich das auch, wie es scheint, ne? Jetzt wollte ich gerade sagen, wo bleiben denn die Züge mit die vollen? Wo bleiben wir? Ah, da kommen sie wieder. Ah, schön. Also der kurz ausgeladen. Aber wenn man schon so eine große Nachproduktion spielt. Dass da eh so viel Holz ist, ist das nicht. Das wird nie und nimmer reichen. Da kommt noch ein. Kommt noch ein. Obwohl die ist jetzt kleiner, wie es ausschaut. Ich will gerade echt, ob ich noch ein Holz zu einfach, weil es so viel Geld bringt. Warum ist das Geld so gesunken? Ah, weil ich was finanziert habe, ne? Sonstiges habe ich gemacht. Wie ist mein Wert? 9,25 Millionen. Wir sind gesunken. Das haben sie wieder schlau gebaut hier. Das ist wieder schlau heimlich im Bau hier. Schlauheimchenbau.
Ich werde jetzt mal ein paar Terminals bauen. Ein paar, wo sind doppelte Bushaltestelle? Na, wir machen eine doppelte, ist doch scheißegal. Kostet mich wahrscheinlich wieder 30 Millionen allein im Bau. Aber hey. Würde man früher aufstehen müssen. Das ist eindeutig nicht mein Stil. So. Ah, da hinten. Da noch eine. Als ob ich da hinten noch echt eine hätte. Ich glaub's ja kaum. Es gibt noch alte Relikte. Einer vergangenen Zeit. So. Dann machen wir jetzt hier einen. Im Depot kaufen wir mal Busse. Jetzt kaufen wir den hier. Und dann machen wir Fahrzeug. Individuelle Route. Wir fangen hier an. Transfer. Transfer. Nein. Hier haben wir auch wieder einen Transfer. Wieder ein Transfer. Halt West oder neben. Von Halt zu Nebengleis zu West zu oben. Und dann zu Südost. Das ist Speichern. Stadt Rundfahrt 1. Los geht's. Jetzt tun wir nochmal den Verkehr ein bisschen verbessern hier. Weißt du, wie wir das machen? Wir tun, indem wir jetzt hier einfach zack. Wir stocken direkt voll auf. Die Stadt wird hochgepumpt wie sonst noch was. Du kriegst Stadtrundfahrt 1. Du kriegst Stadtrundfahrt 1. Alter, nimm es auch an. Jetzt hängt sich das Spiel auf. Nee, achso, der hat Laden. Und du kriegst auch Stadtrundfahrt 1. Und alle losschicken. Ja, die Ortschaft, die Leute, ja, das mit der Kohle, das ist noch ein bisschen. Habrig, die hat 1,9. Wie? Wir beachten die nicht mal wirklich. Die wächst einfach. Wie schaut es denn mit der da drüben aus? Die ist bei 1,2. Was denn, wenn ich die beachten würde, ey? Dann würde die auch explodieren. Wir haben einen Stau. Die müssen sich so ein bisschen mehr verteilen, dann funktioniert es auch besser. Wenn die sich alle so ein bisschen mehr aufteilen würden, ne, dann wäre das alles kein Problem. Ah, die machen Geld. Bin erstaunt. Die Busse, wo sind denn? Die machen Plus, die machen Einnahmen. Und das müsste der Stadt wahrscheinlich sogar gefallen. 106 aktuelle Abdeckung. Gar nicht mal so schlecht. Die Produktion hier ist ja immer noch eigentlich die Lachnummer Nummer 1. Weil der einfach nicht nachkommt. Hier auch, wir glocken mit immer mehr ab. Ich glaub's ja kaum. Es sind einfach mehr und immer mehr und immer mehr. Ich warte nur drauf, bis es hier bummvoll ist, wirklich. Das passiert ja bald. Wenn es so weitergeht, pumpt halt alles wirklich voll und dann. Also, eigentlich, wenn das so sieht, vorteilhaft. Weil sobald es wirklich voll ist, haben wir nie ein Nachlieferungsproblem. Und das ist ja eben meistens eher das Problem dann, wenn die Nachlieferungen stocken. So, jetzt haben wir eine kurze Pause und dann kommen eh schon wieder die Züge mit Holz. In der Zeit wird er aber wahrscheinlich auch lagern wollen, oder? Ja, jetzt ist er wieder.
Wir sind wieder gedroppt, aber das wird sich gleich ändern, wenn die ganzen Holztransfers kommen. Zack. Fährt jetzt nacheinander, müssen wir planen, welcher Zug fährt, wo fährt. Holz einlagern, komm schon. Yes, jetzt kommt wieder. Oh, da kommt eine große Lieferung. Die macht's voll und satt, du. Oh, die macht richtig voll. Die macht richtig voll. Und dann kommt die nächste schon. Oh Gott. Wie geil ist das denn? Oh, schaut euch dieses. Schaut euch diesen Leckerbissen an. Wie voll das schon ist. Da kommt noch eine Lieferung. Oh. Jetzt, ah, jetzt wird abgeholt. Das ist natürlich toll, wenn man sieht, wie voll das Holz ist. Es sind nur noch die Züge mit massenhaft Holz daherkommen, dann ist alles wieder tutti frutti hier. Das sind Fliegen da und die Fliegeviecher um mich herum, das macht mich gerade richtig kirre. So, wer wartet länger? Wer hat's verdient? Schauen wir, wie voll wir es jetzt kriegen. Ich bin gespannt. Oh, da kommt wieder eine große. Das ist so eine große. Oh. Die wird es jetzt auch voll klocken, oder? Komm schon. Ja, dafür habe ich sie. Oh, da kommt noch eine Lieferung. Oh, ist das geil. Oh, da kriegt man richtig hin. Das ist so das, auf was man sich immer freut dann. Wenn es bis zum Ende voll ist. Weil dann ist einfach die Kapazität bis oben hin schon. Er kriegt's nicht mal hin. Er kriegt's ja nicht mal mehr hin, gescheit. Es ist so toll und dann kommt immer mehr Holz. Neumünster akzeptiert keiner. Ja, okay, da habe ich noch nie was gemacht mit. Dieselmaschine abgeschlossen, okay. Alles, was Kohle macht, tun wir als nächstes machen. Alles, was Kohle braucht, wo ist denn das mit Kohle? Müssen wir mal gucken, wie wir es am nächsten machen. Ich kann hier schon wieder investieren für 1,2 Millionen. Exzellent hier, Wachstum. Das ist doch perfekt. Steinziegel wollen sie jetzt haben, angeblich. Die Stadt wird zum Wachsen gebracht und alles ist happy. Muss eigentlich noch ein Holzzug kommen, oder? Rein theoretisch. So, und jetzt zahlt er wieder auf und jetzt ist damit alles bummvoll. Oh, schön. Oh, ne, sie haben sich wieder so aufgehalten, dass das mit dem Holz ein bisschen enger wird. Aber das ist doch gar nicht mehr so schlimm. Aber Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.